Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side und wir sind auf Inselburg. Warum sind wir denn auf Inselburg? Wir wollten doch ganz etwas anderes machen, lieber Simon. Ja, wir werden in Kürze rausfinden, dass der Simon ein ziemlich dämlicher Idiot war. Aber bevor wir rausfinden, was für ein dämlicher Idiot er wirklich war, gehen wir ganz kurz ins Zeitungsbüro. Wert, ihr seid im bescheidenen Büro der schlechten Nachrichten immer willkommen, ich stehe euch zu Diensten. Der neue König von Barasgund hat sich mit den Mächten der Dunkelheit verbündet. Ein berichtenswertes Ereignis, es muss in der Zeitung stehen. Ja, ich war für diese Aufgabe bereit und habe die Materialien vorbereitet. Die ersten gedruckten Ausgaben sind fertig. Hört zu. Die Zwerge von Barasgund haben der Rede des neuen Königs mit einem lang anhaltenden Beifall beantwortet. Jeder Zwerg wartet nur darauf, etwas zum gerechten Kampf gegen die unterdrückten Mächte der Dunkelheit und ihre unverzichtbaren Rechte beizutragen. Klingt nicht schlecht, etwas langweilig vielleicht. Questlogbuch aktualisiert. Die Mediensabotage, keine Ahnung, da geht es irgendwie einfach immer, glaube ich, unendlich weiter. Gibt's noch was? Na, also das habe ich über Zufall entdeckt gehabt, dann, kurz zum Erklären, was ich jetzt gemacht habe. Ich war auf der Insel Bärenfels, ich glaube, da können wir als nächstes weitermachen, denn da waren alle Kämpfe machbar. Und da habe ich unter anderem dann auch wieder die Navigationskarte gefunden nach Aralan, da war ich jetzt noch nicht. Aber auf Bärenfels werden wir dann weitermachen, aber bevor wir nach Bärenfels gehen, können wir, glaube ich, Inselburg abschließen. Und warum können wir das? Weil wir rausfinden in Kürze, wie dumm Simon war. Und zwar in 3, 2, 1. So, da oben sind wir ja nämlich eigentlich stehen geblieben mit der Quest, wo ja der Prinz Leo da raus entführt worden ist, vor unzähligen vielen Parts. Und ich da gesagt hab, nee, kann ja da nicht anlegen und wie soll das noch funktionieren? Ich verstehe das ja alles nicht. Und um ehrlich zu sein, es ist meiner Meinung nach halt wirklich auch sehr behindert gemacht und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die gewünschte Lösung ist. Aber man kann da kann ich raushüpfen. Das ist weder mit einem Pier gekennzeichnet, noch sonst irgendwie, aber da kommen wir auf jeden Fall raus. Und weil da ja der Zaun kaputt ist, können wir da dann eben reingehen und kommen da bei Inselburg weiter. Ja. So einfach wäre es gewesen. So, reden wir mit Prinz Leo. Wer seid ihr? Ein dunkler Nichtmensch? Ich stehe hier schon seit 3 Monaten, 6 Tagen und 7 Stunden. Und es ist niemand hier aufgetaucht, um mich zu suchen oder nach Hause zu bringen. Es ist schon komisch, dass ihr neben der Burg in der Nähe der vielen Wachen herumhängt, die ebenfalls seit 3 Monaten, 6 Tagen und 7 Stunden hier einfach nur herumstehen. Mein Name ist Dirt, ich bin ein gewöhnlicher Vampir. Ich kann all eure Wünsche wahr werden lassen. Was wollt ihr? All meine Wünsche, das ist großartig. Als erstes will ich einen echten Säbel in meiner, nicht Hose, in eine große Trommel und einen Bulldoggenwelpen. Und außerdem will ich heiraten. Richtig heiraten, ohne Tricks. Kein Problem, das verspreche ich euch. Ihr werdet alles bekommen. Versprecht ihr mir das wirklich? Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind. Werdet ihr mit meinen Säbel und einen Welpen besorgen und jemanden, den ich heiraten kann? Zweitens will ich ein richtiger König sein und kein Prinz. Es ist nur so, dass mich meine Mama immer herumkommandiert. Tue das nicht, bleib von dort fern. Ich habe sie satt. Wenn ich König bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Wie wäre es damit? Ich nehme eure Mutter mit und ihr werdet ein echter König. Würde euch das gefallen? Natürlich würde es mir gefallen. Aber bringt sie so weit weg von hier, wie ihr könnt, damit sie nicht plötzlich zurückkehrt und meine Herrschaft in Frage stellt. Und vergesst den Säbel und den Welpen nicht. Und die Trommel. Dann müsst ihr mit mir kommen. Sogar bis ans Ende der Welt, solange ihr mich nicht betrügt und meine Wünsche nicht erfüllt. Also los! Ich muss zur Burg zurückkehren, damit sie nicht sofort merken, dass der Prinz fehlt. So habt ihr Zeit, weit von hier wegzukommen, wie nur möglich. Die Geheimflasche wird weiterhin unser Kommunikationsmittel sein. Viel Glück, Kortz! Haha! Kaufe einen Spielzeugsäbel, besorge einen Bulldoggenwelpen, suche eine große Trommel, suche nach einer Braut für den jungen König. Aha!
Müssen wir das auch auf Inselburg machen? Naja. Schauen wir mal weiter. Da drüben, da gibt es ja nur diesen Schmuggler-Typen und bei dem kann man tatsächlich auch, auch was machen. Ist mir jetzt alles offscreen aufgefallen, weil ich ein bisschen herumgesucht habe, wo es weitergeht, wo es noch Kämpfe gibt und so weiter. Vielleicht da wieder ganz kurz die Übersicht. Das sind unsere Machtfähigkeiten, das sind unsere Verstandsfähigkeiten. Da habe ich jetzt Diplomatie erlernt, dass ein Teil der Truppen vom Gegner zu mir überläuft. Also wir müssen gegen weniger Truppen kämpfen, das werde ich noch ausbauen. Und bei der Magie habe ich, ich glaube, Verwandlung maximal ausgebaut und spare da jetzt momentan, glaube ich, auf die magischen Winde, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und von den Gegenständen her habe ich, ich glaube, die Multiplikationstafel ausgebaut. Und noch irgendwas, glaube ich, ausgebaut. Ich glaube, das Mikroskop. Keine Ahnung. Und irgendwelche Dinge habe ich halt ausgebaut. Dadurch haben wir, glaube ich, sogar ein Level-Up dann wieder bekommen. Und natürlich komplett neue Einheiten haben wir natürlich auch. Bin jetzt momentan zu einer großteils Untoten-Armee übergegangen, bis auf die Erzdämonen. Weil ich habe einmal einen schwarzen Drachen verloren. Den wollte ich dann nicht nur mal laden, den Kampf, weil der so Ewigkeiten gedauert hat. Und da können wir, glaube ich, 5 könnten wir haben. Und wir haben nur mehr 2. Das sind jetzt nicht mehr super effektiv. Und den Feuerdrachen, ich glaube, das habt ihr eh mitgekriegt, den habe ich auch einmal irgendwann verloren. Da könnte man auch sogar 6, glaube ich, mittlerweile haben. Und da wir da nicht maximal haben, bin ich jetzt auf diese Armee da momentan umgeschwenkt. Ich muss sofort seltene Waren kaufen. Na, benötigt ihr eine kostenlose Papierverpackung? Kostenlose Papierverpackung? Was ist das für ein Trick? Eure Geschäfte beziehen sich immer auf das Papier. Ich stimme zu, wenn du mich nicht betrügst. Alle Schmuggler brauchen Papier, um Sachen einzupacken. Wir beliefern alle Läden in Netana, müsst ihr wissen. Erzählt mir alles bis ins kleinste Detail. Nur dann weiß ich, dass die Sache keinen Haken hat. Packt die Waren in schlechtes Zeitungspapier ein und gebt jedem Gastwirt oder Händler einen Bündel Papier als Geschenk. Ich werde euch einen großen Vorrat besorgen. Moment mal, vielleicht möchtet ihr noch einen Blick auf meine Waren werfen? Was war das jetzt für ein Dialog? Ich muss sofort seltene Waren kaufen. Seltene Ware ist meine Spezialität. Was braucht ihr denn genau? Ich brauche einen Säbel, eine Trommel und einen Bulldoggenwelpen. Ihr habt Glück, Dirt. Ich habe alles, na, dass ihr Robert Chambers kennt. Ich werde euch helfen. Fragt den alten Kräuterkönigin nach einem Welpen. Seine Hündin, die einer Bulldogge ähnlich sieht, hat vor kurzem geworfen. Beeilt euch, ehe er alle Welpen ertränkt. Eine Trommel werdet ihr bei Harald dem Alten finden, er war vor vielen Jahren Trommler. Was den Säbel angeht, den kann ich euch persönlich verkaufen, es ist ein guter Säbel. Er wurde für einen Gentleman gebracht, der plötzlich verschwunden ist. Wie viel wollt ihr für den Säbel? Ein guter Säbel wie dieser darf nicht weniger als 30.000 Münzen kosten. Könnt ihr den Preis etwas senken? Es tut mir leid, aber seht euch diesen Säbel doch mal an. Die Handarbeit, der schöne Griff und das gut geschliffene zweischneidige Schwert. Wenn es unsere Freundschaft nicht gäbe, dann würde ich ihn selbst behalten. In Ordnung, ich kaufe. Oh, dieser Säbel ist gut. Nehmt ihn. Es geht um etwas anderes. Worum geht es? Ja, um nichts mehr. Hä, was hat sich jetzt da aktualisiert? Besorge eine... Okay, also den Säbel haben wir. Jetzt fehlt uns noch der Rest. Was ist das? Das kann irgendwie nichts. Dann haben wir nur Rabattkarte eines Schmugglers. Muss für etwas nützlich sein. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Okay. Und dann haben wir noch den Leo jetzt da mit dabei. Aha. Ja, dann gehen wir kurz zum Kräuterkundigen. Der war ja, glaube ich, da drüben. Ja, genau. Andere Seite der Burg. Ah, okay, der hat, also Bruno, der Kräuterkundige, da können wir jetzt eine Bulldoggenwelpe einfach so kaufen. Boah, ist denn nett. Auch für 30.000 Münzen. Ja, komm doch her, du kleines Ding. Das wollen wir nicht. Und dann hat er sonst noch Pflanzen. Okay, ja, nett. Was dann noch? Dann soll man noch eine Trommel suchen. Wo können wir eine Trommel finden? Schauen wir uns mal im Hafen da um. Keine Ahnung, vielleicht geht es da irgendwie weiter. Mir ist mir jetzt natürlich aufgefallen, dass in vor ein paar Parts wieder, 4 Parts lang war es, das Mikrofon wieder sehr übersteuert war. Der Grund dafür war, es ist momentan bei mir Monat August. Letzten Monat hat es den doppelten Gehalt gegeben und Freundin und ihr haben ausgemacht, ach, in dem Monat, da gönnt sich jetzt jeder von uns etwas und wir geben ein bisschen mehr Geld aus. Und ich habe mir gedacht, hey,
wie wär's denn mit einer neuen Soundkarte? Und haben eine neue Soundkarte gekauft. Und der Klang, also der Ton selber, der war ja ziemlich gut. Also der war wirklich mega genial, besser als wie die Onboard-Soundkarte, die was ich habe. Aber das Mikrofon, wie man gemerkt hat, war einfach nur ultra scheiße. Also das ist eine Katastrophe, keine Ahnung, warum das so ein Müll sein hat müssen. Und hab die dann eben auch am selben Tag dann wieder zurückgebracht und das Geld wieder zurückbekommen. Aber das war der Grund dafür. Ich hab ehrlich gesagt ganz kurz noch reinkocht und das hat ganz am Anfang irgendwie in Ordnung geklungen. Hab dann noch, ich glaube, 4-5 Stunden darum probiert, gute Soundeinstellungen hinzukriegen, aber es war einfach nicht möglich mit dieser Soundkarte. Also keine Ahnung, meine Onboard-Karte, die was ich momentan verwende, hat meiner Meinung nach den wesentlich besseren Mikrofonklang als wir das davor. Und ja, von daher leider Gottes 4 Parts. Ich habe sie natürlich dann nicht neu aufnehmen können, weil ich meine Speicherstände da immer wieder übernehme und überspeichere. Das war der Grund für die miese Soundqualität. Aber was wäre ein Let's Play von Simon, wenn es nicht technische Probleme gibt? Ich glaube, es gibt kein einziges Let's Play von mir, das was von Anfang bis zum Ende konstant war mit der Qualität und ohne Probleme. Ich glaube, das gibt's nicht. Das werde ich ja nie zusammenbringen. Harald der Alte, eine große Trommel. Okay, anscheinend ist er das, kaufen wir auch noch. Dadurch haben wir jetzt, bring die Geschenke zum Thronerben. Ja, der Thronerbe ist eigentlich in unserem Inventar. Ein verwöhnter Jugendlicher, total unkontrollierbar. Hä? Ja, okay, ich verstehe jetzt nicht ganz. Bringt die Geschenke zum Thronerben. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Kann ich jetzt zufällig mit den Thronerben in die Burg rein oder muss ich jetzt zur geheimen Flasche? Aha, da gibt es anscheinend auch was. Hat der irgendwelche neuen Waren? Na, der hat den Ring. Ein paar uralte Vampire. Was hat er sonst noch? Hört gut zu, dieser Junge wird in eurem Gasthaus leben. Ihr dürft den Jungen nicht fressen, ihr dürft den Jungen nicht töten, ihr dürft den Jungen niemanden zeigen. Verstanden? Verstanden, Meister. Ich habe es verstanden, Meister. Vermisst mich nicht zu sehr. Aha. Lies die Nachricht in der Flasche. Aha. Also jetzt haben wir den Thronerben versteckt. Da müssen wir jetzt wieder zurückreisen zur Flasche. Da wieder was lesen. Da müssen wir vermutlich wieder zurück ins Gasthaus. Leider Gottes gibt es keine Teleportation. Das schaut übrigens ein bisschen aus wie, wie so ein Schildkrötenkopf, oder nicht? Also da so der Kopf, da der Mund und da so die Augen. Oder? Also für mich sieht das aus wie ein Schildkrötenkopf. Und da ist sie, die Flasche. In der Flasche liegt ein aufgerolltes Stück Papier mit einem Bericht. Ich wurde enttarnt. Sie versuchen, in meinem Zimmer einzubrechen. Ich habe nur mehr ein paar Minuten. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Lang lebe das große Königreich von Tristrem. Lang lebe die Dunkelheit. Selbst wenn sie mich foltern, werde ich niemanden verraten. Aha. Finde heraus, was der Schwätzer zu sagen hat. Ja, wer hätte es gedacht, aber wir müssen jetzt wieder alles zurücksegeln zum Hafen. So, Schwätzer. Werd ihr seine Bescheiden, blablabla. Was erzählt man sich so über Prinz Leo? Gerüchten zufolge soll der Thronfolger entführt worden sein. Der Sicherheitsdienst wurde verstärkt und Patrouille verhaftet jeden, der verdächtig aussieht. Ihr seht übrigens selbst sehr verdächtig aus, Dirt. Ihr passt auf die Beschreibung des verdächtigen Täters. Haltet nach den Wachen Ausschau. Ich verstehe, danke. Die Königin hat auf dem Titelplatz unserer Zeitung eine Ankündigung veröffentlicht. Sie verspricht, alle Bedingungen zu erfüllen, um ihren Sohn zurückzubekommen. Das Versprechen ist mit einem magischen Eid bestätigt worden, der unmöglich zu brechen ist. Zusätzlich hat sie eine fette Belohnung auf den Entführer ausgesetzt und wird die Hälfte zahlen, wenn sie Informationen zum Aufenthaltsort des Prinzen bekommt. Ich bin bald wieder zurück. Aha, können wir jetzt vielleicht den Prinz als Drohmittel hernehmen? Holt den Prinzen, wir müssen los. Gastwirt, holt den jungen Prinzen. Machen wir mal das. Hier schon wieder, wo sind die Geschenke, die ihr mir versprochen habt? Hier sind sie alle auf einmal. Da sind sie, ein echter Säbel, eine echte Trommel. Ein lebendiger Welpe, hurra! Was ist mit der Hochzeit?
Wir sollten eure Hochzeit für den Moment verschieben. Ich bin bald wieder zurück. Aha. Suche nach einer Braut für den jungen König. Aha. Keine Ahnung, wo wir jetzt eine Braut herkriegen. Ich bin gerade beim Überlegen im Unterschlupf. Moment, haben wir vielleicht sogar was oder eine Zwergin oder so? Holt den Prinzen, wir müssen los. Hey, was ist mit der zweiten Bedingung? Ich werde mich auf den Weg machen, aber denkt an euer Versprechen. Außerdem habe ich euch befohlen, eine Frau für mich zu finden. Ich werde mein Versprechen halten. Meister, der böse Junge hat mich schon wieder gefoltert. Er hat mir die Hand wieder angenäht und dabei einen elastischen Faden und keinen normalen benutzt. Jetzt kann ich nichts aufheben oder niederlegen. Meine Hand zuckt und er lacht. Bitte, Meister, lasst mich den bösen Jungen fressen. Ich wünschte, wir könnten unsere Probleme tauschen. Kehre zum Thronerben zurück und entführe die Königin. What? Was haben wir denn da wieder am Start? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, für den Moment genügt uns das jetzt wieder mal. Wir sind auf jeden Fall ein wenig vorangekommen bei Inselburg. Und ich probiere jetzt diese Burg oder diese Insel jetzt noch abzuschließen. Bevor wir dann nach Bärenfels weiterschauen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.